Netanjahu unter Druck. Bei Kämpfen in Gaza sind 24 israelische Soldaten getötet worden. Das sind die schwersten Verluste für das israelische Heer seit Beginn des Krieges. Ich begrüße Sie zu Tipp 100. Die Kritik an Israels Premier Netanjahu wächst, auch weil immer noch 130 Geiseln in Gewalt der Hamas-Terrororganisation sind. Die UNO, USA, EU und arabische Staaten drängen zudem auf die Errichtung eines eigenen palästinensischen Staates. Paz permanente y duradera que garantice la seguridad. Israel, no solo con medios militares, sino por convivencia con sus vecinos, pasa por la creación de un Estado palestino. Netanyahu lehnt das aber bisher ab. In Deutschland beschränkt das Verfassungsgericht die rechtsextreme Nachfolgepartei der NPD. Sie darf künftig nicht mehr staatlich finanziert werden. Die Kleinpartei hat sich mittlerweile in die Heimat umbenannt. Zuletzt wurde auch vermehrt über eine Einschränkung für die rechte AfD diskutiert. Wir kommen nach Österreich, da will jetzt Bundeskanzler Nehammer von der ÖVP das Gendern deutlich einschränken, nämlich in der Verwaltung und bei wissenschaftlichen Arbeiten. Gendern dürfe dort nicht verpflichtend sein, sagt Nehammer. Der Koalitionspartner reagiert ablehnend. Eigentlich muss man sich ja fragen, warum manche vor Doppelpunkten und Sterndeln Angst haben. Ich halte das für eine Ablenkungsdebatte. Und wegen Glatteis hat es heute früh in Österreich zahlreiche Unfälle gegeben. Im Burgenland etwa rutscht ein Bus gegen eine Tanksäule. 8 SchülerInnen und eine Erwachsene wurden leicht verletzt. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit rät zu Vorsicht. Allein bei Stürzen auf eisigen Gehwegen verletzen sich jährlich über 7000 Menschen, heißt es. Und das war die ZIP 100. Danke fürs Zuschauen und bis morgen.